Bisschen hier noch. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Das Problem ist nur, wenn ich hier alles mit Fackeln ausleuchte und dann irgendwann hier irgendwie die ganze Welt überall verteilt, stehen irgendwo mal Fackeln rum. Nein, nicht reinfallen. Nein, nicht Hunde, nicht. Die sind noch so bekloppt und fallen aber noch rein. Weil die irgendwie kaum KI haben. Na gut, ich denke mal, jetzt könnte man das Thema ansprechen. Und zwar, ich mach's kurz. Das Thema lautet Selfies and Suglies. Ja. Es gab jetzt in letzter Zeit, seit Januar gab es ja den Hype, oder im Januar haben sie es hochgeladen, The Chainsmokers, ja, der Name, dieses Selfie, ne, dieses Lied. Ja, da gab es jetzt diesen Hype die ganze Zeit, die ganze Welle, alles Selfies und alles. Und, ach, ich weiß nicht, das ist alles, es sind immer so diese Hypes, weil, damals auch mit Schaubes wissen, wer der Babu ist. Das war auch so ein Hype von Haftbefehl und jetzt halt Selfie, obwohl es jetzt auch dem Ende zugeht, zum Glück. Ja, es gibt halt immer solche Sachen, wo die Menschen total ausrasten, weißt du. Vor allem so ein Lied, das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn, weißt du. Außer der technische Beat, das ist halt geil, dieses Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü. Das ist halt cool, aber dieser Gesang, dieses Laberzeug da, wenn die immer dazwischen lauern, das ist natürlich ein bisschen schlecht, ja. Weil das kannst du nicht als Lied verkaufen oder nicht als Lied, ja. Als, wie soll ich sagen, als Song oder... Fällt mir jetzt nicht das richtige Wort ein. Auf jeden Fall kannst du das nicht so, das geht nicht und so. Und da gibt es halt immer diese Hypes und gerade deswegen, warum, weil die so außergewöhnlich sind, weil es halt so nicht Sprechgesang, normaler Sprechgesang ist ja noch was Besseres, weißt du, das ist ja wenigstens noch was. Aber das ist halt wirklich so was Billiges und sowas wird dann, mögen dann die Menschen halt, weißt du, das machen sie dann mit. Weißt du, wenn dann hier mit diesen Selfies immer, da haben sie halt alle immer Selfies geschossen und alles, weißt du. Und, das ist halt, das ist das, was die Menschen wirklich anzieht heutzutage. Und, naja. Ich halte mich ja da eher immer so ein bisschen raus bei solchen Sachen. Ich bin jetzt nicht so der Selfie-Typ. Ich habe auch eigentlich noch nie ein Video oder ein Foto von mir hochgeladen im Internet, nicht mehr auf Facebook. Müsste ich vielleicht mal machen auf Facebook, auf meinem privaten Account, aber sonst so Instagram und so habe ich alles nicht. Ich halte auch nichts von Instagram, na, ganz ehrlich. Instagram ist eigentlich nur was für große Leute, sowas wie große YouTuber oder halt, ja, sowas wie, vielleicht auch wie Alblali oder so. Oder, wie heißen die alle? Apecrime. Jetzt fallen mir nicht mehr welche ein. LeFloid noch, ja. Die machen vielleicht mal was auf Instagram oder Concraft, dann natürlich auch, Let's Player. Aber, so für mich und so, natürlich, naja. Ist halt nicht mein Stil hier, Instagram und so. Na gut, dann würde ich sagen, um zu Selfies zurückzukommen, diese Selfies schießen, das ist natürlich wieder so ein Trend da. Und es geht halt auch immer, es ist immer was Neues. Es ist wirklich, du denkst halt nicht dran. Wenn du jetzt, du malst jetzt nicht aus, was in einem Jahr für ein Trend ist. Also wenn ihr das Video seht, wird wahrscheinlich schon wieder ein neuer Hype sein, weißt du? Oder gewesen sein, ich weiß es noch nicht genau. Und das ist halt immer so, weißt du, es kommt und geht, es ist immer was Neues. Eine Zeit lang ist mal wieder nix, da ist mal wieder Funkstille. Oder damals mit Schaubes wissen, wer der Babu ist und alles, ja. Und das war auch so eine mega Welle einfach. Man kam das Lied raus 2012 und es ging dann irgendwie noch bis 2013, wo dann hier dieses Cover von, warte, The Clevinova, genau, The Clevinova kam, dieses Jazz-Cover, was ich übrigens viel, viel geiler finde als das Original. Viel geiler. Das Original ist richtig scheiße. Aber von The Clevinova, das höre ich mir auch mal an. So, auf jeden Fall Selfies.
Ja, dann gab es ja jetzt noch im April, Anfang April gab es ja jetzt noch das Gegenstück von Selfies, das waren dann die Suckleys von Ratity, natürlich Ratity Parodie, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Es kommt ein Lied raus, dann macht Ratity eine Parodie davon, ist immer so. Zumindest wenn denen was einfällt, und das machen die nur, wenn es denen passt, also hier nicht bei jedem, aber zum Beispiel von Milky Chance haben sie es damals gemacht. Das fand ich auch cool von Milky Chance, die Parodie. Manche sind wirklich gut gemacht, aber manche sind einfach nur billig gemacht, weißt du, das ist immer nur dasselbe und immer nur Mainstream. Und früher war Ratity wirklich mal cool, aber heute, vielleicht 2011, 12 waren die mal cool, aber heute ist nicht mehr so. Da ist nicht mehr so viel drin und so, ne? Ja. Alter, wann finden wir denn hier mal was? Ein Tempel! Geil! Leute, ich feier. Ich hoffe, ich falle nicht auf die Druckplatte. Das wäre jetzt ja übel Fail. So, auf jeden Fall, naja, Ratity macht halt immer diese Parodien. Und ja, die Suckly-Parodie war dann halt, da musste so hässlich wie möglich irgendwie aussehen. Das war nicht so die gute Parodie. Die wollten dann halt irgendwie den Welt-Suckly-Day, habe ich mitgekriegt, ja. Aber. Ist alles halt nur Schwachsinn. Nein, nein. Warte. Das wäre jetzt nicht so schlau. Nein, 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 nein. Ich mache es. Nein, nein. Scheiße, 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 scheiße. Alter, ey, ich wusste es. Nein. Wenn ich jetzt drauf gehe, ey. Leute, wir stecken in der Krise. Du hast doch offener Politik. Ja, jetzt höre ich mal auf mit meinen dummen Witzen. Ich hoffe, ich überlebe es. Warte mal. Ich glaube, friedlich macht das TNT nicht so viel Schaden, ja? Oder gar keinen. Scheiße. Ich wusste es. Ey, da findest du einmal einen Tempel und dann ist das ja wieder los. Ey, das ist doch Kacke, Mann. Das ist doch Scheiße. War eine Höhle. Aber noch einen Hund. Komm. Jetzt ist wieder die Laune so ein bisschen im Keller. Mann, da finde ich einmal so einen Tempel und dann ist wieder Scheiße, Mann. Ey, das ist doch. Wieso geht das dann wieder hoch, ey? Wegen den Scheißhunden. Na gut, der Zombie stand unten drin, hätte ich es eh nicht ändern können. Alter, ey. Nicht schwer. Es steht jetzt auf schwer. Bin ich dumm? Komm mit. Letzter Hund, den wir haben. So, dann schmeiß ich jetzt erstmal was raus. Zuckerrohr kann eigentlich auch raus. Nein, nicht wieder aufnehmen, nicht wieder aufnehmen. Mann, das hasse ich immer. Was habe ich jetzt aufgenommen? Das war der totale Reinfall heute. Schlau der Hund, muss ich sagen. Richtig schlau. Na gut, ist ja noch ein Junge. So, auf jeden Fall das Thema Selfies und so. Und Sucklies. Ja, da hatte ich mal ein bisschen was zurechtgelegt, da hatte ich auch ein bisschen geguckt. Das war wirklich so ein bisschen, naja. Wollte ich halt mal ein bisschen was über erzählen. Und jetzt seid ihr gefragt, wie ist eure Meinung zu den Selfies und Sucklies, diesen Trends immer? Schreibt es mal einfach mal in die Kommentare. Ja, ich muss halt immer mal ein bisschen dazu aufrufen, damit ihr das vielleicht auch mal macht. Weil es für die kleinen YouTuber halt immer ein bisschen ein Problem ist. Die Großen müssen das eigentlich nicht machen. Da nervt es dann immer ein bisschen. Aber die Kleinen, die sind halt bedürftig, ne? So, und jetzt nichts wie nach Hause hier. Die Reise war der volle Reinfall, ey.
So, dann könnte ich ja eigentlich schon wieder das nächste Thema durchnehmen, und zwar Varro, Minecraft Varro. Ich nenne es zumindest immer so, eigentlich heißt ja Varro. Das neue Projekt, also das für mich neu, oder überhaupt diese ganzen Gemeinschaftsprojekte von den großen YouTubern von, nehmen wir mal Ungespielt, Tuddle, Kev, was weiß ich wer, Coincrafter, Spark of Phoenix, was weiß ich wer, die ganzen Leute, die machen halt alle immer diese großen Projekte hier, Mega-Projekt kam 2013, dann kam Hero 2013, 14 und jetzt halt Varro. Und ich wollte so ein bisschen über das neue Projekt Varro reden, weil es unterscheidet sich wirklich ziemlich von den anderen Projekten von Hero und so, weil es ist halt so ein PvP-Projekt und ich hatte es ja nicht gehofft. Also fand ich Craft Attack, dieses Zwischenprojekt, dann besser. Aber Varro ist nicht so unbedingt mein Geschmack. Gucke ich natürlich auch, aber ist nicht so, naja, das Beste, ne? Also es ist so, es ist auch nicht, weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Ja. Ist halt nicht so, wie die anderen Projekte waren. Unterscheidet sich ein bisschen von den anderen. Und, ist dann vielleicht auch ein bisschen blöd dann im Nachhinein. Weil es sind irgendwie in der ersten Folge schon wieder 10 Leute circa rausgefallen. Das war dann ein bisschen scheiße. Und, ja. Das ist dann halt so ein kleines Problemchen. Fand ich auch nicht so geil. Und vor allem, das ist ja auch scheiße, wenn du dann nach der ersten Folge schon aufhören musst, ne? Das ist richtig blöd irgendwie. Stell dir mal vor, ne? Du bist da dabei, irgendwie als kleiner YouTuber, konnten ja auch teilweise kleine YouTuber mitmachen. Oder kleinere YouTuber. Und stell dir mal vor, du bist da dabei und dann stoppst du gleich in der ersten Folge. Das ist ja richtig scheiße. Und bei dem Projekt hat er sogar Pizmeet mitgemacht, das hat mir ein bisschen gewundert. Aber der hat es dann irgendwie erst später hochgeladen, glaube ich. Nicht irgendwie, wie es geplant war, 18.30 Uhr an dem Freitag, sondern irgendwie viel später. Na gut, egal. Auf jeden Fall lege ich mich dann erstmal hin ins Bett. So. Naja, so viel kann ich eigentlich zu diesen großen Projekten auch nicht sagen, weil es für euch auch nicht mehr zeitgemäß ist. Ihr seht das jetzt ein Jahr später. Und ja. Na gut, dann sag ich mal. Was könnte ich noch reden? Worüber könnte ich jetzt reden? Ich habe jetzt kein Thema mehr. Ich merke doch schon wieder, ich laufe in die falsche... Warte mal. Ich muss in die Richtung. Ich nehme jetzt einfach mal den Kompass zur Hand. In die Richtung muss ich. Da hinten ist noch ein Tempel. So, ich laufe jetzt wieder nach Hause, aber wir können natürlich trotzdem die Augen offen halten, ob wir nicht irgendwo doch nochmal einen Dschungel finden. Und ich kann eigentlich auch mal die Renderdistanz Just for Fun auf 16 Chunks machen. Hatten wir ja sonst auch immer so. Und in der Zeit... Warte. Wo ist der... Ist der Hund? Du bleibst hier sitzen. Ich hole dich dann gleich wieder ab. Jetzt habe ich keinen Bock, wieder diesen Scheiß Sand aufzunehmen. Ach, egal. Gut, jetzt liegt... Kann nur nicht sprechen, jetzt steht zumindest kein Zombie drin. So, zum Glück. 3 Diamanten! Wie geil ist das denn? So, Diamant-Pferdenrüstung nehme ich natürlich auch gerne mit. Dann Gold und Zombie-Brain. Ach, jetzt heißt verrottetes Fleisch. Vorher hieß es immer bei dem Sphax Zombie Brain. Aber das ist jetzt auch vorbei. Sorry, aber jetzt war wieder mal so ein großer Huster dabei. Oh, oh, oh.
Das hört mich so ein bisschen an wie German Let's Play, da hört sich auch mal so ein bisschen heiser an, wie ich finde.